So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Runde Traumhotel, schön, dass ihr da seid. So, wer ist alles da? Hallo Jugarfield, ich grüße dich. Hallo Conduit, hallo Schrumchen, hallo Michima, schön, dass ihr da seid. Und Conduit, vielen lieben Dank für dein Abo im 14. Monat, vielen lieben Dank. So, ihr Lieben, wir haben heute viele unterschiedliche Sachen vor. Zum einen müssen wir hier noch wieder so einen komischen Wasserfall bauen. Da habe ich sehr viel Lust drauf. ansonsten werden wir uns heute auch noch so ein paar anderen Sachen beschäftigen. Nämlich, wir müssen hier noch irgendwie die Suite von den, ja, von den vier Personen zu Ende bauen. Und wie man sehen kann, da ist ein Malheur passiert. Da quatschen wir gleich mal drüber. Ansonsten haben wir auch noch einiges auf Bugtopia heute vor. Und ja, ich denke, wir werden genug zu tun haben, wie immer. Irgendwie gibt es hier immer genug zu tun. Wir gucken mal als erstes in den Drucker. Was hat der da Schönes? Ja, komm, nehmen wir die hier. ja. Womit fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an und gucken mal, was das Ganze so bringen wird heute. So heißt, wir zerlegen hier oben mal, wir zerlegen da mal. So, und dann kann das gleich schon mal da weitergemacht werden. Hallo Sunny, ich grüße dich und hallo Roger. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Ansonsten, was gibt es hier sonst noch Schönes zu sehen? Wir haben mittlerweile fast keine Flüssigkeiten mehr oder wir ernähren uns dem Ende, sagen wir es mal so. Ach, da ist jemand noch am Wischen, das lassen wir mal. Ansonsten habe ich tatsächlich relativ viel heute laufen lassen, mal den Spielstand. Das hatte nämlich mit einer Sache zu tun, die der Roger gemacht hat. Hallo Kerstin, grüß dich. Der Roger hat nämlich mal von mir den Spielstand bekommen und hat mit, ja, mit dem Sergeant auch zusammen, glaube ich. Und ich weiß nicht, wer da noch mit reingespielt hat. Ich glaube, die Leute von Fast Track, die haben da mal mit reingeguckt. Auf jeden Fall hat der Roger das Spiel komplett auseinandergenommen und mal analysiert, womit das zusammenhängt, was hier mit der Performance los ist. Und der Roger konnte die ein oder anderen ganz netten Sachen herausfinden schon und hat mir auch schon einen kleinen Patch zur Verfügung gestellt. Zumindest für ein paar kleinere Problemchen, also wirklich viel merken tut man da leider noch nicht von, aber schon mal ein Anfang und das freut mich sehr. So, hallo Lelo, ich grüße dich. Ansonsten, wie ist aktuell hier der Stand? Es sieht so aus, dass wir hier wieder unter 1000 Kilo sind. Das heißt, der Reaktor soll laufen. Und das würde er auch gerne, beziehungsweise tut er noch. Aber wir haben kaum noch angereichertes Uran hier auf der Förderschiene. Und wie man hier sieht, ist da noch nichts durchgelaufen. Da müssen wir uns jetzt mal drum kümmern, das ist wichtig. Wir haben nämlich angereichertes Uran. Das liegt hier, ne, 391 Kilo, das ist also nicht das Problem. Was ein Problem ist, ist, wo das ganze Zeug aktuell langläuft. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Also das angereicherte Uran geht hier in die Förderschienenbelader und geht dann hier lang und wird aktuell nur hier ausgeladen. So. Das große Problem ist, dass hier nicht nur Uran langläuft, sondern unter Umständen auch anderes Zeug. Und deswegen müssen wir hier mal sortieren. So, dann ist die große Frage, wo machen wir das? Wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, ist es hier ziemlich warm überall, außer hier unten. Und ich bin am Überlegen, ob wir einfach den Filter, genau wie den hier, na, die verursachen nämlich relativ viel. Ist das der normale Feststofffilter? Tatsache, ne? Nicht der andere, okay. Weil der andere, der Conveyor-Filter, der macht nämlich ganz gut Hitze. 2 kDTUs pro Sekunde. Der macht nämlich gar keine Hitze. Oh, das ist spannend. Dann können wir den nämlich doch hier hinsetzen. Ich dachte, der hätte nämlich auch so krasse Eigenhitze, die er verursacht. Aber nö. Wenn er es nicht tut, dann können wir den ganzen Schund hier auch einfach irgendwo hier ausladen. Und fertig. Dann würde ich sagen, setzen wir den nämlich einfach dazwischen. So. Das angereicherte geht da lang, dass der restliche Schund, also der Müll, kann da einfach gedroppt werden. Fertig. So, dann brauchen wir nämlich nur Strom. Na, die Verbindung müssen wir auch noch kappen hier. Und dann
dürfte das nämlich schon laufen. So. Ach, Strom haben wir da glücklicherweise sogar schon. Das ist sehr gut. Das Einzige, was wir jetzt vielleicht nochmal machen könnten, wäre irgendwie das angereicherte Uran hier, was hier rumliegt, irgendwie in die Förderschiene reinbringen. Da ist die Frage, ob das hier noch existiert oder nicht. Ne, hier existiert nichts mehr. Okay. Das heißt, das kann sowieso alles hier mal in den Müll. Dann können wir hier auch mal ein bisschen abreißen tatsächlich. Hallo Bernie, grüße dich. So. Flüssigkeiten. Auch hier ist ja noch ein bisschen was, was man vielleicht mal weghauen könnte, ne? Ach Gott, wie funktioniert das hier? Wie könnten wir das machen? Könnte man einfach hier mit drauf geben, dann läuft das da unten wenigstens rein. Ist zwar kalt, aber pff, ist jetzt auch nicht so wild, ne? Da geht's raus. So vielleicht. So könnte das was werden. Und hallo Frau Zilla, ich grüße dich. Dass wir den ganzen Schund hier mal loswerden. So, nichtsdestotrotz, wir müssen auf jeden Fall noch das angereicherte Uran hier irgendwie reinkriegen. Und wenn es nur temporär ist. So, den können wir mal zerlegen. Den können wir zerlegen. Und ich habe ein bisschen was vorbauen lassen. Hier läuft nämlich auch schon eine Förderschiene dann lang. Das ist schon da, aber noch nicht in Betrieb genommen. So. Brauchen wir noch? Wir brauchen einen automatischen Räumer. So, und hier können wir jetzt sagen, boah, ich glaube, das zählt zu veredeltem Metall. Kann das sein? Angereichertes Uran. Gut, haben wir das. Sehr schön. So, haben wir gleich schon eine Sache fertig. Ja, in der Zwischenzeit habe ich die Raketen, da müssen wir auch nochmal drüber quatschen, die Raketen losgeschickt gehabt schon. Beziehungsweise eigentlich hätten sie ja automatisch laufen müssen, ne? Haben wir beim letzten Mal so eingestellt hier mit den beiden Sensoren, sollte das ja automatisch laufen. So, hat es aber nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Schätze ich weiß es nicht genau. Wobei ich auch verwundert bin, beim letzten Mal hat es, glaube ich, so funktioniert. Die haben keine Sichtverbindung. Und ohne Sichtverbindung funktioniert die Automatisierung hier anscheinend nicht. Weil ich kann hier umschalten, wie ich will. Da passiert nichts. Das ist ein bisschen doof. Weil da müssen wir jetzt irgendwie noch zusehen, dass wir hier eine Verbindung oben herstellen. Das wiederum bedeutet, wir brauchen auch wieder Räumer. Ne, hier die Minenroboter. Und so einen ganzen Quark halt. Ja. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die unkompliziert sind, die Sensoren, aber sind sie nicht. Da müssen wir wieder einen ganzen Kladderadatsch für bauen. Ja. Egal, wir bauen jetzt erstmal hier den Kram zu Ende und dann kümmern wir uns mal um die nächste Geschichte. Dann wollten wir Kerstin auch noch eine neue Rakete spendieren, damit die wieder durch die Gegend fliegen kann. Die ist mittlerweile im Orbit, das war sie sogar letztes Mal schon irgendwie kurz nach dem Stream, da habe ich das Spiel noch nicht gespeichert gehabt, da war die schon irgendwie oben. Ja, da müssen wir heute mal zusehen, dass wir die da umrüsten. So, und jetzt müssen wir uns das Ganze mal anschauen. Der Strahl ist 9 hoch. Das heißt, bis dahin. Der Strahl bedeutet allerdings inklusive der Plattform. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9. Müsste so... Ne, ein zu niedrig. So, und hallo Michael, ich grüße dich, hallo Eloan. Wie läuft das Hotel? Hatte in den letzten Wochen nicht so Zeit, aktiv zu schauen. Ganz gut, Frau Ziller, wir haben viel rumgetüftelt an dieser Automatisierung der Bietas. Und sie funktioniert auch fast,
fast. Es gibt noch einen kleinen Einwand. Was ist denn das für eine Versorgung an der Plattform? Ist das eine Mod? Ja, das ist die Mod vom Sergeant, die Advanced. Nee, wer ist sie jetzt? Boah, ich vergesse den Namen immer. Helft mir mal bitte. Das ist Rocketry Expanded, so heißt der Mod. So. So, jetzt können wir hier auch schon mal die Leitern zerlegen. Und dann hier hoffentlich gleich auch. Das können wir auch wegmachen. Dann können wir nämlich hier auch das alles neu machen. Wo kommen die da überhaupt noch hin, wenn ich das jetzt alles wegmache? Vielleicht lassen wir die Leitern da oben nochmal erst hängen. So, das Ding brauchen wir nochmal. So. Den da drauf gesetzt auf das Türmchen. So, die sind alle aus Obsidian. Das ist gut. Die Automatisierungskabel hier sind aus Gold. Das ist nicht so gut. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Und das schmilzt uns an der Stelle nur einfach weg. So. Dann Strom, das kann auch alles weg. Und dann könnten wir theoretisch Kerstin hier landen lassen, schon mal wieder. Haben wir hier noch irgendwo eine Möglichkeit, das Signal zu überschreiben? Nein. Dann bauen wir hier nochmal eben einen Signalschalter hin. Der gute Wolfram da. Den werden wir auch noch weiter brauchen. So, dann können die Leitern da wieder weg, dass wir Kerstin hier auch runterholen können. Okay, das geht auf. Das ist sehr gut. Landeweg versperrt. Ist das immer noch? Nee. Okay. Ich würde an eurer Stelle vielleicht gerade mal kurz weggehen. Besser ist das. So, ich glaube, das hat geklappt. Die Ziegel hier sind zumindest nicht heißer geworden. Gut, sehr schön. Okay, so, Kerstin kann wieder rauskommen, das ist sehr gut. Da wird sie sich drüber freuen, dass sie das wieder kann. was wir noch machen müssen, auf jeden Fall hier das, obwohl, nee, das lohnt jetzt nicht umzustellen, wir müssen ja die ganze Rakete eh noch umbauen. Bedeutet, das Ding kann jetzt in die Tonne. Entferne dieses Modul, mach das mal bitte. So, hier unten ist das jetzt eigentlich am Laufen? Nein, ist es nicht. Angereichertes Uran. Hä? Warum ist das jetzt hier nicht mit drin? Das war vorhin auch bei angereichertem Uran hier. Ach, bei... das war abgereichertes Uran. Dann wahrscheinlich unter hergestellt Material. Angereichertes Uran, okay.
schmeiß das da mal rein. Dankeschön an den anonymen Spender für das Abo an Frau Ziller. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Bin beim Lurk-Abendessen. Guten Hunger, Michael. So, die Förderschienen hier können weg. So, der wartet darauf, dass er jetzt mal wieder Futter kriegt. Er ist gleich bei unter einem Kilo, dann läuft das Ding nämlich sowieso nicht mehr. Das ist schlecht, weil wir unter 1000 Kilo Dampf gerade sind. Das ist übrigens sehr schade, dass der Mod nicht mehr kann hier. Ich würde das super, super gerne höher einstellen als 1000 Kilo. Aber gefühlt ist das halt nicht viel, 1000 Kilo hier drin. Das ist halt leider überhaupt nicht viel. So, da kommt jetzt die ganze Menge an. Das ist sehr gut. So. Übrigens, was auch noch ganz gut funktioniert hatte, war das Verarbeiten von dem Uranerz. Das ist jetzt auch keine Ahnung, wie viele Zyklen her, aber es hat definitiv gereicht. Und innerhalb von 20 Zyklen schaffen es die Beaters hier auch das komplette Uran tatsächlich dann zu verarbeiten. Also das ist auch gar kein Problem. Wenn man jetzt mal schaut, wie viel hier schon wieder drin ist. Und sogar tatsächlich sehr gut aufgeteilt, ne? 144 Kilo auf allen Hives hier, außerdem hier. Sehr, sehr cool. Anti, dankeschön für den Raid. Ich grüße euch, ihr Lieben. Was habt ihr gespielt? Timberborn? Bestimmt, ne? Ja, habt ihr. Und wie lief's? Hallo, Veach. Ich grüße dich. So. Der hat jetzt bestimmt Futter gekriegt, ne? Ja. Der hat jetzt wieder was zum Verarbeiten. Das ist sehr gut. So, das heißt, das läuft alles. Das haben wir jetzt auch. Wir basteln jetzt erstmal weiter an Kerstins Rakete. Nein. Plus, wir brauchen... Erstmal brauchen wir jetzt hier eine Rocket Engine. Da nehmen wir unser großes Petroleumtriebwerk. So. Weiß noch jemand, was der Sergeant beim letzten Mal gesagt hatte, wie viel wir brauchen? Ich habe das nicht mehr im Kopf. So, wir brauchten Oxidizer-Tanks. Der kleine war... Irgendwo war hier auf jeden Fall ein Quark drin. Der macht 450 Kilo bei 2 Höhen. Sind dann... Ja, eigentlich macht der hier mehr Sinn, ne? 450 Kilo und der macht 1350 Kilo. Bei 5 Höhen. Der macht allerdings nur 2 Höhen. Aber wir brauchen vielleicht auch gar nicht so viel, ne? Ich glaube, es hatte was vom kleinen Petroleum mit einem Treibstofftank, 900 Kilo und 2 Oxidizer-Tank oder einen Liquid-Oxidizer. Hat er nicht was von den kleinen Dingern gesagt? Ja. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob das jetzt bei den Feststoff-Oxidator-Tanks war oder bei dem Fuel. So. Wo ist denn hier Small Liquid Fuel? Da. Höhe plus 3 und 450. Ja, hier macht es Sinn, auf jeden Fall den kleinen zu nehmen. Wenn man sich das mal anschaut, wenn das Spiel gerade nicht laggt. Wir haben hier 5 Höhen und der macht 900. Und die 2 hier machen Höhe 3 und 900. Aber auch da, das ist plus 3. Das heißt, wir wären bei plus 6 Höhe bei 900 Kilo. Und hier wären wir bei plus 5 für 900 Kilo. Hab ich da jetzt gerade irgendwie einen Knick in meiner Logik? Dann ist der hier doch sinnvoller.
Ist beim Oxidator mit den Höhen. Da ist es plus 2 für 450. Und hier sind es plus 2 für 1350. Wenn ich zwei Stück von denen baue, bin ich bei 900. Also eigentlich macht das doch auch mehr Sinn. Lassen wir es mal zu Ende bauen. Irgendwie weiß ich nicht. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwie einen komischen Knick in meiner Logik, weil verstehen tue ich das gerade nicht. Oder da wurde was dran geändert. Kann ja auch sein, dass der Sergeant einfach zwischendurch was dran geändert hat und es ein Update gab oder so. Keine Ahnung. Weiß ja nicht, was der da zwischendurch an seinem Mod alles macht. Aber aus meiner Sicht macht selbst hier ein großer Feststoff-Oxidator-Tank mehr Sinn. Bei plus 5. Weil selbst wenn wir da drei Stück nehmen würden, wären wir bei 1350. Bei drei Stück wären wir bei einer Höhe plus 6. Hier sind wir bei 1350 bei plus 5. Hat jemand zufällig das Vanilla-Spiel offen? Kann das sein, dass der Sergeant da irgendwas dran geändert hat? Weil irgendwo gab es eine sinnlose Geschichte. Ich würde ihm das zutrauen, dass er das einfach geändert hat. Weil mir das auch komisch vorkommt hier mit den Sensoren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es letztes Mal auch so funktioniert hatte. Oder ich erzähle wieder Blödsinn. So, warum kann ich die jetzt nicht bauen? Plus. Bereich über Rakete blockiert. Hier ist eine Leiter. Da auch. Lämmen wir auch mal End hier zu, ne? Macht auch Sinn. Dass nicht die ganze Zeit offen ist. Seht ihr das denn jetzt auch so oder bin ich jetzt gerade einfach nur blöd? Also so macht's doch alles gerade Sinn. Ich verstehe es nicht. Wir bauen einfach eine Monster-Rakete für Kerstin. Gucken mal. Ja, ich sehe das eigentlich auch gerade so, Anti. Aber wir waren beim letzten Mal definitiv an einem Punkt, wo wir gesagt haben, irgendwas macht keinen Sinn. Es könnte halt auch sein, dass es... Könnte auch sein, dass der Sergeant halt irgendwas mit seinem Mod geändert hat. Man weiß es nicht. Könnte ich halt nur nachvollziehen, wenn jemand das Vanilla-Spiel offen hat. Obwohl vielleicht, ich weiß nicht, ob der jedes Mal die Datenbanken mitändert. Ja. Großer Flüssigtreibstoff. Ach, hier steht da nichts zu. Naja, vielleicht kommt der heute noch rein. Verstehen tue ich es nicht. So. Den tauschen wir auf jeden Fall mal. So. Dann gucken wir mal, ob die da so drankommen. Das weiß ich nämlich nicht. Hier kann man jetzt sagen, Oxylit. Schmeißt mal rein da. Kein Flüssigkeitseingang. Konnte ich die nicht auch mit den Dingern hier beladen? Das wäre natürlich eigentlich ganz cool, oder? Oder gingen die nur für die Module? Das weiß ich gerade nicht mehr. Also für die Cargo-Module. Flüssigkeits-, Raketen-, Ladeanschluss. Ich glaube, das war tatsächlich nur für die Lager.
Hallo Flinks und hallo Belda und hallo Dennis. Ich glaube, es war tatsächlich nur für die Lager. So. Heißt, wir tüdeln mal hier. Wobei das Schwachsinn ist an der Stelle mit Obsidian. Da können wir auch ganz normal aus Magmatit nehmen. Dann schauen wir mal, was wir für eine Reichweite rauskriegen, wenn wir Kerstin durch die Gegend fliegen lassen. Ich hoffe drauf, dass wir echt eine hohe Reichweite bekommen, damit die mal den ganzen Rest auch erkunden kann. Gegebenenfalls statten wir die dann doch nochmal mit einer Bohrkrone aus. Für den Treibstoff zum Beladen gibt es auf jeden Fall auch eine Station. Ja, es kann ja dann nur die hier sein. Raketenladestation. In den Tank einer verbundenen Rakete. Das war aber, meine ich, tatsächlich nur für die Dingens. So, Flüssigkeitseingangs. Nutzlast. Da! Rocket Fuel Loader. Ah, ist aber auch vom Sergeant. Okay. Okay, okay, okay. Das ist doch geil. Vor allen Dingen könnten wir dann mit drei... Dann bauen wir es anders. Dann machen wir das anders. Dann können wir nämlich richtig auf Druck betanken hier. Und direkt mehreren Ladestationen das Ding hier richtig schön schnell beladen. Dafür brauchen wir nur mehr Tanks. Das ist auch kein Problem. Und... Dankeschön für den Tipp, Dennis. So. Gehen wir hier hoch. Machen wir es so. Ist einfacher. So, dann Ausgang. Könnte Nummer 1, mein Gott. Also das ist die erste, das ist die zweite, das ist die dritte. Können wir so machen. Das gefällt mir nicht. Das machen wir anders. So. Da schreit der Monk wieder. So, dann haben wir das. Da ist wieder die Konikur. Ruhe da! Wir schwind ja wohl. So. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch beladen. Das können wir einfach machen, indem wir das so machen. Dann haben wir das schon. Brauchen die Dinger noch Strom? Stimmt, ne? Oh ne, brauchen die gar nicht. Das ist aber schon das Richtige, ne? Loader, ja. Okay. Das ist schon ganz geil mit diesen ganzen Raketenanschlüssen. Das finde ich richtig gut. So, Kerstin belädt dann schon mal das Oxylit. Das ist auch sehr gut. Was wir noch bräuchten, wäre eigentlich auch eine Kühlung für Kerstin. So langsam wird das da schön mucklig warm drin. Aber wir können die auch erstmal einmal losschicken. Hauptsache, die fliegt schon mal. Waren noch Stromanschlüsse an der Ladestation oder habe ich da was falsch gesehen?
Oh. Ja. Hab ich das denn jetzt gerade übersehen? Egal. So, wir werden heute auf jeden Fall auch noch die Kühlung für hier bauen. Das ist auch noch ganz wichtig. Und irgendwie müssen wir dafür was machen. Da kommen wir nicht drum herum. So. Und ich war sowieso am überlegen, ob wir nicht noch ein bisschen irgendwie noch so noch ein bisschen Strom generieren. Das ist halt die Frage, wenn wir das sowieso das Ganze irgendwie hier die Dinger, dass die Sensoren halt nach oben gucken können müssen, ist halt die große Frage, ob wir dann nicht mit 35.000 Lux auch ein paar Solarmodule aufstellen. Das Oxylit könnte man im Übrigen auch über einen Loader machen, falls man das ebenfalls automatisieren will. Ja, das ist an der Stelle dann tatsächlich überflüssig, weil das Oxylit wird hier nicht hergestellt. Das Oxylit, was da reinkommt, hat Kerstin quasi dabei. Das ist auch die Sauerstoffversorgung innerhalb der Rakete. Also das ist hier einfach mit drin. Ich müsste nochmal gucken, dass wir hier Nachschub kriegen. Aber ja. So, die hat auch gar keinen Strom mehr hier. Das müssen wir natürlich auch noch ändern. So, Oxylit ist am Laufen. Das fehlt natürlich noch. Kann sein, dass du mich überlesen hast. Dass du mir geantwortet hast. Was war die Frage, Frau Zeller? Möchte gern die große Suite einlösen. Muss ich dir was basteln, wie die aussehen soll? Ja, natürlich musst du mal was basteln. Also, du kannst mir den Blueprint einfach rüberschicken. Ne, oder kannst mir erstmal ein Bild machen und dann können wir nochmal drüber quatschen, ob alles so in Ordnung ist oder nicht. Und wenn soweit alles in Ordnung ist, dann hätte ich dann gerne den Blueprint mit dem neuesten Mod vom Sergeant. Na, der nimmt ja auch alle Skins und so mit und das ist halt schon sehr schön, dass ich mir das dann nicht noch wieder alles aus den Fingern sorgen muss. Und vor allen Dingen könnt ihr dadurch auch eure eigenen Skins verwenden. Na, der übernimmt ja auch eure Skins mit. So, die sind wieder aufgeladen. Also das ist ganz spannend hier, ne? Also der zeigt die richtige Menge an, aber die Automatisierung funktioniert nur, wenn der eine Sichtverbindung hat. Düdüm. Also tendenziell kannst du es schon einlösen, wenn du willst. Dann schreibst du es einfach in die To-Do-Liste, dann ziehe ich dir die Punkte schon ab und dann kannst du mir die Blueprint einfach zukommen lassen. Mit Screenshots. Beziehungsweise mach dir erst die Arbeit oder mach erstmal alles fertig, dann gucken wir drüber, wenn noch was geändert werden muss. Und dann brauchst du den Blueprint nicht erst erstellen. In den meisten Fällen waren da doch noch immer irgendwelche Sachen, die wir noch ändern mussten. So. Ja, Kühlung. Da müssen wir hier auch nochmal drüber quatschen. Da habe ich auch schon viel überlegt, was wir wie machen könnten. Ich bin der Meinung, wir sollten einfach diesen ganzen Bereich hier kühlen. So, warum nicht? Also, das Einzige, was wir hier auf jeden Fall nochmal machen könnten, wäre hier alles aufräumen zu lassen, was hier so rumliegt an Stuff. Na, das bringt halt auch jede Menge Masse mit rein. Erstmal wird es auch reichen, wenn wir hier kühlen. Aber ich glaube, sinnvoll wäre es schon einfach, den ganzen Bereich hier zu kühlen. Warum nicht? Hier könnte man gegebenenfalls auch dann einfach dicht machen.
Wing. Keuchwurz, den nehmen wir. Wir müssen das da fertig bauen, Leute. Im Ernst. So, wir schauen mal, was beim Traumhotel gerade so abgeht. Ach, da waren wir ja hier an diesen wunderschönen Klamotten dran. Na, 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 na. Da muss man noch Gasleitungen hinsetzen und dann hoffen wir mal, dass wir es einigermaßen einfach dann hinbekommen. Gucken wir mal. So, der muss noch weg. Dann müssen wir hier einfach irgendwie wieder Wasser reinlaufen lassen. Da muss ich mal sehen, wann ich das machen kann. Gegebenenfalls muss ich meinen Rechner reparieren lassen. Der Mac? Ich habe da eine einfachere Lösung für dich. Kauf dir einfach einen neuen, einen guten, einen richtigen Windows-PC. wird viele Probleme beheben. Ah, ist auch immer wieder schön, wenn Frau Ziller da ist und über ihren tollen Computer berichtet. So, wir müssen hier auch wieder Rohrbrücken dran machen, sonst läuft das da gar nicht dran. Ich glaube, das sind die falschen. Und mir ist mal eingefallen, dass ich schon wieder die Ausschreibung nicht gemacht habe fürs für die Disco, ne? Ja, schäm dich. Ja, ich habe wirklich schlecht Zeit gehabt diese Woche. Ich war ja noch im Urlaub. Disco, Disco, Party, Party, genau. So. Das überbauen wir mal nicht. Irgendwie müssen wir den Scheiß hier noch wieder fixen. Aber wie? Jetzt am liebsten einfach runterlaufen lassen. Da müssen wir erst hier ein paar Ziegel hinstellen, sonst kriegen wir nicht aufgewischt. So, jetzt nach Baktopia. Immer noch nicht fertig. Macht ihr den ganzen Tag hier? Chillen. Macht mal hinne da. Ihr hat geholfen, dass ich geschimpft habe. Hat auf jeden Fall geholfen. Da oben müsst ihr auch noch was tun. Los, rennt da hin. Okay, mach wohl nur Kevin. So, wie sieht's hier aus? Gut, dann können wir das verbinden.
So, dann. Müssen wir das da noch hinmachen? Dann kann die Brücke hier wieder weg. Hier unten haben wir schon CO2 drin, das ist eigentlich ganz gut. Ja, falsch rumgemacht, ey. Mein Gott. Das ist auch in letzter Zeit echt ein Problem. Irgendwie mache ich immer die Brücken falsch rum. Ja, im Übrigen, hier gab es auch eine Überschwemmung, weil das hier verbunden war. So ein Mist, ey. Und hier ist auch irgendwas nicht ganz richtig. Hier ist irgendein Quark passiert. Weiß noch nicht was. Das ist richtiger Murks hier. Das ist Dreckszeug. Ja, okay. Das geht dann da drauf, läuft dann hier lang. Das ist Dreckszeug. Das geht da auch drauf. Okay. Wie ist denn da überhaupt Dreckszeug reingekommen? Ich verstehe es nicht. Das ist mal dann fixen, wenn es soweit ist. So, und die Frage ist, was können wir hier noch dann alles demnächst mal tun? Wir brauchen noch Kürbisse, wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch jede Menge Stuff. Oh, das wird auf jeden Fall viel Einstellerei und Macherei hier. Ist das ein normaler Aerotopf? So, noch irgendwo Aerotöpfe, die nicht hängen. Da. Die sind gebaut, oder? Sind die gebaut? Ich glaube ja, aber es sieht irgendwie nicht danach aus, als wenn die gebaut worden sind. Hä, was zur Hölle? Uiui, das sind ja viele Zimmer. Hm. Kreativraum. Traumsuite. Ich glaube, ich habe Blödsinn gemacht. Doch, nochmal. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Kürbisse. Wie die nicht sogar irgendwo hier schon mal... Die hatten wir schon mal angebaut, ne? Ich bin gerade nicht sicher, was die brauchten. Bauen wir noch mal eben ein paar Pflanzenkübel dahin und dann gucken wir uns das mal an. Ich glaube, die brauchen verschmutzte Erde. Ja, irgendwie sowas. Verschmutzte Erde und... oder verrottete Haufen oder so. War das nicht letztes Mal von jemandem die Info, dass Kürbisse bei dir im Essen landen? Nee, wir brauchen, glaube ich, keine Kürbisse mehr an. Das ist, glaube ich... Meint der Sergeant nicht, dass er das gefixt hat? Dass die Skins mit übernommen werden von Gebäuden? Keine Ahnung, Peach. Ich weiß jetzt gerade nicht. Also das mit, dass die Kürbisse im Essen landen, das kann gut sein. Müssen wir uns jetzt gleich mal anschauen. Also es kann nur an einer Stelle dann mit dort rein landen. Nämlich hier. Beziehungsweise hier. Genau, da sind die Kürbisse schon abgestellt. Von daher sollte da nichts passieren. Ja, weil da ja gerade normale Aerotöpfe hingen.
Ne, es sind keine normalen, das sind, glaube ich, nur beim Bauen das Layout. Ja, das sieht auch normal aus, aber das, ne? Also das wird, glaube ich, anscheinend wohl gleich geändert. So, die Frage ist halt noch, wo kriegen wir den Schlamm her? Und deswegen müssen wir unbedingt Kerstin durch die Gegend schießen. So, die könnte theoretisch, könnte die jetzt wohl fliegen. So, Strom hat sie noch nicht. Wir bräuchten eigentlich hier einen Transformator. Oder gibt es auch einen Stromladeanschluss? Das weiß ich gerade nicht. Rocket Fuel. Oxidizer. Nee. Aber theoretisch hatte sie nicht, meine ich, auch ein Hamsterrad? Nee, hat sie nicht. Aber das Ding macht doch eigentlich, meine ich auch... Ach, wir können auch noch ein Solarmodul damit draufsetzen. Ist eigentlich wurscht. Aua. Solarmodul. Und es gibt einen White. Höhe plus 1. Macht das einen Unterschied hier? Nö, wahrscheinlich nicht. So. Wie weit könnte sie denn jetzt damit fliegen? Habe ich den Frank eigentlich begrüßt? Hallo Frank und hallo Askilein, ich grüße dich. Hast du gelesen, dass ich einen Zyklus im Leben von eingelöst habe? Oh ne, habe ich nicht. Hä, warum wurde mir das nicht angezeigt? 20 Felder auch wieder nur. Das ist das gleiche wie vorher. Warum sind wir denn so... Warum haben wir nicht mehr Reichweite? Verbleibende Oxidationskraft 2700 Kilo. Verbleibender Treibstoff pro Kachel verbrauchter Kraftstoff 90 Kilo. Bräuchten wir also noch einen großen Flüssigkeitstank? Na, übrigens ein Artefakt drin, ne? Entfernen. Wir könnten den Frachtraum hier... Naja, eigentlich bräuchten wir den ja auch, ne? ...32 von 35. Mehr geht da nicht. Das heißt, wir müssen noch irgendwie Platz schaffen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir jetzt gerade an mehr Reichweite kommen. Für mich sieht das so aus, als wenn wir wirklich noch ein Fuel-Modul brauchen. Leinen? Potenzielle Reichweite 12.000... Ach so, war das nicht so, dass das Ding halt selber noch irgendwie... Das Ding ist halt nur schneller, ne? Aber wir haben auch viel geringere Höhe dadurch.
Eingraviert. Drei Tanks kommst du 30 Felder weit. Wir probieren das jetzt erst mit dem einen, mit einem Tank mehr. Also ein kleines, weiß ich nicht, was mir das unbedingt mehr bringt, weil es bringt 450 Kilo Fuel und das, die Dinger bringen wie viel? Weil ich büße ja auch massiv Höhe ein, ne? Also ich büße halt 15 Höheneinheiten ein. Deiner hat doch einen Tank integriert. Ja, hat es. Nichtsdestotrotz muss ich ja trotzdem genug Möglichkeiten haben zum Fliegen. Also von der Reichweite. Ich will ja nach Möglichkeit auch noch irgendwas mitnehmen. Wir bauen einfach mal ein zweites Ding dahin und gucken uns mal an, was damit passieren könnte. Wir bauen es mal nach da. Wohl macht eigentlich auch nicht so viel Sinn. Was ist das Eigengewicht von kleinen Triebwerken und großen Tanks? Ich kann es dir nicht sagen, Leech. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall schon stark, wie schnell das Ding hier beladen wird. So, jetzt komme ich 28 Felder weit. Beziehungsweise jetzt gleich 30. Ich glaube, die Masse spielt da keine Rolle, Veach. Konnte Kerstin früher auch? Nee, die ist nur. Scheint nur bis hierhin geflogen, ne? So, wie viel Reichweite haben wir jetzt noch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Keine Ahnung. Spannend ist ja jetzt noch. Oxylit. Wie viel Oxylit bräuchten wir denn überhaupt? Eigentlich spielt das auch keine Rolle. Also, wenn, dann müssen wir sowieso mehr mitnehmen, wahrscheinlich wieder. Keine Ahnung, ich finde das alles seltsam hier. Meine, ja, dass es 1:1 war bei Oxylit. Wie das mit den ganzen anderen Gedöns läuft, keine Ahnung. Das heißt, wir sind doch jetzt bei 900, also bei 2700 Kilo. Ja, passt das aber nicht. Aber Uni ist manchmal auch so behämmert, was sowas angeht, ne? Oxylit ist 2:1. Dünger ist 1:1. Sind wir bei 2700. Dann passt das doch. 30 Felder ist das Maximum. Okay. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Platz für Module. Nicht viel, aber ein bisschen. Zwei Höheneinheiten. Ich glaube, dann macht es eigentlich nur noch Sinn, höchstens ein Dingens mitzunehmen. Ein Solarmodul.
Gab es das Batteriemodul eigentlich mittlerweile auch in White? Small Batterie. Batterie. Oh, was ist eigentlich mit dem hier gewesen? Aber der hätte der genauso viel Reichhöhe. Können wir doch einfach eigentlich wieder besser den nehmen, oder? Flüssig-Sauerstoff ist noch besser. Ja, das ist keine Option. Wir haben da gerade keine Produktion für und nur zum Erkunden baue ich jetzt keinen Flüssig-Sauerstoff dahin. Ach Quatsch, Mann! Die hätte ich gerne. So, die wird auf jeden Fall im Traumhotel, glaube ich, nicht landen können. Die ist zu hoch fürs Traumhotel. So, Besatzung kann schon mal einsteigen. So, theoretisch soll es dann gleich von alleine aufgehen. So, 30er Reichweite. Stopp. Hatten wir nicht beim letzten Mal so ein... Hatte Sergeant nicht auch so ein... Da, Kartografiemodul. Höhe 5. Verdammt. Die haben jeweils nur eins gehabt, ne? Mist. Ja gut, dann muss Kerstin das auf altmodische Weise erkunden. So, sagt jetzt hier die Automatisierung. Ist grün, ja, oh gut. Dann geht es jetzt wieder auf und dann fliegt Kerstin auch gleich los. So. Wie bauen wir jetzt den Shit hier? Wie machen wir das? Also eigentlich würde sich ja Solar sogar lohnen. Da müssen wir wieder ganz schön viel für machen. Vor allen Dingen kostet das auch wieder ganz schön viel Strom, die Dinger da oben aufzumachen. Hallo Vandrea, ich grüße dich. Oh, wo ich dich gerade lese. Glück gehabt. Oder auch nicht. Ach Mann. Schon wieder ein Problem mit dem blöden CO2. Da auch wieder. Also das war der letzte Azure-Wasserfall, der in diese Kolonie gebaut werden darf.
Könnt ihr euch komplett abhaken, dass ich die Dinger nochmal baue. Zumindest als Deko. Sehr schade. So, und da ist jetzt kein CO2 mehr drin. So, wie sieht's da oben aus? Da gibt's keine Leitern, oder? Worauf sollen die denn hier eigentlich stehen? Hier ist nix. Ja, das Ding ist schon gebaut. Das ist ein Anzeigefehler irgendwie. Was soll hier hinkommen? Ach, Fossilien. Ja, die müssten wir nochmal rüberschicken. Das sind natürliche Ziegel. Okay, an der Stelle sind es natürliche Ziegel. Ich vermute mal aus Erde, weil das kann ich nämlich nicht sehen. So, dann bauen wir die da mal hin. Aber nichtsdestotrotz, irgendwie müssen wir da auch noch dran, ne? Ja, und hier wird alles nichts, solange wir noch keinen Schlamm haben. Ich habe das falsche Kabel genommen, oder? Ja. So. Aber wir können es natürlich auch mal eben manuell starten. Fliegt sie jetzt los? Ja. Ja, das was Schrumpchen schreibt, Andrea. So. Das ist doch bestimmt schon wieder am Überlaufen hier. So. Theoretisch sollte das schon genug Wasser sein, vielleicht. Zerlegen wir als erstes CO2-Rohr.
Oder war es doch erst das Sauerstoffrohr? Das war erst das Sauerstoffrohr, oder? No. Ich glaube auch. Das war erst das Sauerstoffrohr. Ach, verdammt. Müssen wir jetzt trotzdem zerlegen, sonst kriegen wir das CO2 da nicht weg. Wichtig ist, dass es da oben schon mal gestoppt ist. So, was mache ich jetzt hier eigentlich? Wie kriege ich da das Wasser wieder weg? Haben wir hier Stopper eingebaut? Nö. Dann bauen wir mal hier einen Stopper hin und da einen Stopper hin. Dann können wir das da auch gleich mal ablassen, das Wasser da oben. Hier haben wir jetzt einen Stopper reingebaut. Schon wieder vergessen, mich an den Blueprint zu erinnern. Sehr wohl nicht. Ups. So, ich werde jetzt ein letztes Mal probieren hier. Das CO2 da zu vernichten, in der Hoffnung, dass das dann hier auch richtig angezeigt wird und auch bleibt. Das ist jetzt der letzte Versuch. So, Blueprint. Wing. Haben wir schon. So, haben wir das wieder. Das weg, das weg. Dann können wir hier schon mal trennen. Und dann gleich nochmal. Erst oben und dann unten zerlegen. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Erst oben, dann unten. Also hier haben wir wieder das gleiche Problem mit dem. So, jetzt tropft das da wieder. Super. Na los, Leute, los. Es läuft hier schon wieder alles über. Ich hasse es. Ist egal. Dann ist da halt irgendwie so ein komisches Loch mit drin. Das ist mir jetzt mittlerweile wurscht. Dann bleibt es halt so. Ja, nicht 2000 Jahre mit so einem Scheiß beschäftigen. Alles raus, dann kommt das Ei hin. Dann müssen wir mal wieder alles hier wischen. Dann können wir
Mal jetzt wieder dicht machen. Ich hoffe, wir kriegen den Quark da auch gleich rausgeholt. Wahrscheinlich nicht. Dann muss es da halt für immer und ewig liegen bleiben. Einzige, was wir noch ausprobieren könnten, wäre hier mit einem Räumer das da rauszuholen. Hallo? Abbruch. Alles. Das geht nicht. Cool. Übrigens leiser, ne? Eine ganze Ecke leiser. Ich weiß nicht, ob das an der Menge liegt, die hier durchläuft. Oder ist es hier die Menge irgendwie ganz anders? Die Menge ist einfach nur deutlich höher. Müssen wir links die Menge auch noch erhöhen? Ja, irgendwie 500 Kilo oder so, ne? Das sind es drei. Links ist dann die Leseecke. Das ist schon laut, ne? So, dann machen wir das halt so. Deko-Wasserfall, wie funktioniert der eigentlich? Naja, im Großen und Ganzen, hier ist eine Menge drin, die immer wieder quasi nach oben transportiert wird. Also die Gase hier blocken die Flüssigkeiten. Es fällt quasi die Flüssigkeit hier rein, wird dann wegen dem Gas so nach rechts gedrückt. Und weil die Menge hier höher ist als 1000 Kilo, wird das Wasser nach oben gedrückt. Und dann geht es wieder von vorne los. Eigentlich sollte auch nur hier ein Wasserfall sein. Der hier ist, naja, mit Duplikanten kriege ich das nicht anders hin, weil immer wenn da CO2 hinkommt, dann hast du das dann einfach da stehen. Schön laut. Hätten sie beim Bauen einen Anzug tragen müssen? Ja, ich baue jetzt aber hier keine Schutzanzüge mitten in die Base rein, damit wir die Wasserfälle hier am Laufen haben. Wäre ganz cool, wenn ihr das eben bauen könntet hier.
Haben wir niemanden mehr? Doch, Andrea und Flanke. Wir müssen das nur bauen. Was haben die denn alle bitte für Aufträge? Andrea, was hast du denn für Aufträge, dass du das jetzt gerade nicht machen willst? Achso, erholen. Ja, okay. Das ist natürlich gerade wichtiger, das stimmt. Dem kann ich nichts... ne? Verrotteter Haufen. Das ist ein großes Problem, weil wir haben keine verrotteten Haufen. Deswegen wächst der Scheiß hier nicht. Kein Omelett drin und da auch nicht, ne? Ne. Gut, dann kann das da weggammeln. Schon ein bisschen eine Seele weh, aber geht ja nicht anders. Vergammeln lassen. Andrea, hallo. So, die Leiter kann weg. Die Leiter kann weg. Und dann sind wir, glaube ich, endlich fertig mit. Dass jetzt da noch weggeholt wird. Ist das nicht schön? So, wie weit ist Kerstin denn? Connection New Garfields Einlösung. Ja. Ja, Moment. Das können wir machen. Kerstin braucht noch. Okay, wir schauen da mal. New Garfield. Ja, machen wir einfach mit Start des nächsten Tages. So. Bugtopia. Was hätten wir hier noch zu tun? Wie machen wir das hier mit den Sensoren? Bauen wir noch Solarmodule oder machen wir es einfach nur für die Sensoren? Müssten wir halt diesen ganzen Kletterdatsch hier dann... Kann man schauen. Solarmodule, Strom. Erinnert mich bitte dran, dass wir das gleich mit Hugh Garfield machen. So, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Vor allem, wenn ich die jetzt drüber setze, dann haben die ja auch keinen. Solarmodule mussten als letztes, ne? So. Gerade nicht sicher, mussten die Stromkabel überlappt werden. Nee, mussten die nicht. Stromkabel nicht überlappen, weil da hatte man nämlich da einen frei. So würde es gehen. So, jetzt müsste man die natürlich nach unten setzen. Die so, die Weltraumscanner kommen da drüber. Und dann brauche ich noch eine Ebene, wo dann die Dingen sind. Die... Eine Ebene, wo dann die Räumer sind. Ach, die Räumer, die Minenroboter. Und den Kladderadatsch. Okay. Heißt, wir bauen jetzt erstmal hier Ziegel hin.
aus Obsidian. So, mit Schleusen. Das gleiche müssen wir hier machen, weil sonst werden natürlich die Solarmodule weggebrutzelt. Dingens hin. So. Ich hoffe, die kommen da dran. Mal die ganze Fläche. Gucken wir mal eben, wie das mit Solarmodulen passt. Wieder hinbauen. Quatsch. Eigentlich wäre es auch egal gewesen. Geht ja jetzt gerade nur darum, zu gucken, wie es denn so passen würde. Wie wir die dann anordnen, ist erstmal egal. Okay, das würde ganz gut hinhauen. Links sind noch zwei Bunkerziegel. Nee, die sind da schon richtig. Die müssen wir da so ja setzen. Oder was meinst du? Also das hier oben bleibt so. Es geht wirklich nur von dem bis da. Mehr will ich gar nicht haben. So. Große Frage. Nee, hat sich erledigt. Machen wir hier oben auch noch eine Tür hin. Und sollen sie halt erstmal bauen. Theoretisch könnten wir hier auch noch einen kleinen Dampfraum hinbauen. Zwei Dampfturbinen, die sich da oben die Energie aus den Bunkertüren rausnecken. Und da schätzt man nämlich auch, wie viel Energie tatsächlich einfach nur in den Bunkertüren steckt. Ja, die Dinger haben halt schon ganz ordentlich Masse. 500 Kilo. Und da liegt halt Regolith drauf mit einer ganz ordentlichen Masse. Wenn man da die Energie rauszieht, das ist schon gar nicht so wenig. Könnten wir hier auch noch irgendwo mit rein basteln. So, wir zerlegen. Was scannst du? Du scannst Brain, du scannst Pinky. Okay, das kriegen wir noch relativ easy auseinanderklamüsert. Die kommen dann auch alle auf eine Ebene. Ja, die ganzen Automatisierungskabel können dann auch in die Tonne hier. So, kommt ihr da nicht dran oder doch? Nee, kommt da nicht dran. Oh, mein Shit. Dauert gerade ganz schön lange, bis der Tag vorbei ist, ne? Scheiße. So. Da kommen wir aber dran, das ist gut. Ich glaube, als kleine nette Nebenenergieversorgung da noch ein paar Dampfturbinen hinzustellen, die dann hier die Temperatur aus den Bunkerziegeln rausholen, ist nicht so doof. Zumindest hier, wo regelmäßig dann auch die Bunkerziegel geöffnet werden. Also über diese ganze Reihe hier. Wir müssen hier nochmal eben Leitern hinbauen.
ich die Leitern denn auch alle zerlegen lassen? Nee, okay. Womit würdest du die Hitze da rausziehen? Mit Petroleum. 300, 350 Grad oder was das hat, ist unkritisch für Petroleum. Da können wir mit Sicherheit so ein, zwei Dampfturbinen locker mit betreiben. Zumindest war es im Hauptspiel so. Hier ist es vielleicht anders, weil gar nicht so oft die Asteroiden kommen. Aber wenn die sie ja nachher halt nicht laufen, dann laufen sie halt nicht. Sehr wurscht. Das ist halt trotzdem Energie, die wir ganz gut nutzen können. Wichima hat keine Lust mehr. Nee, doch, er hat Lust, aber... Die Tür wird blockiert. Mach's du auf, dann geht das. Oder mach auf Auto. Jetzt darfst du wieder. Ich habe irgendwie an flüssiges Blei gedacht. Hä, warum? Das macht keinen Sinn. Das ist viel zu umständlich. Kommen wir doch von unten dran, oder? Ja, komm doch. Hier haben wir schon wieder das gleiche Problem. Die rechte Tür ist auch abgeschlossen. Ja, danke schön, Jogafeld. Weil es geht, ja. Pff, du, weil es geht. Schon oft genug irgendeinen Quark gemacht bei Oni, der geht, weil es geht. Das Schlimmste, was wir je gemacht hatten, war halt hier mit dem flüssigen Wolfram durch die in Raketen laden und dann durch die Galaxie fliegen oder durch Sonnensystem fliegen. Conny, neuer Zyklus. Danke, 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 danke. Machen wir sofort. Spiel muss eben speichern. Kann sich nur um Stunden handeln. Also das war ja damals bei der Reise wirklich so das Ding, was halt wirklich auch, das haben wir auch nur gemacht, einfach nur weil es geht. Das hatte überhaupt gar keinen Sinn und gar keinen Hinten. Aber es ist kein Sinn, ne? Klar, es war ganz cool und so, aber sinnvoll? Naja. So, Yugafield, da war ich. Dann gucken wir mal. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich diese Belohnung rausnehme. Nicht, weil ich euch nicht, weil ich euch ärgern will oder so. Ich finde das immer ganz cool zu sehen, was die machen. Aber bei der Framerate ist das halt auch echt nicht mehr so schön. Wenn wir das auf langsamer Geschwindigkeit machen, dann dauert das ungefähr 5 Jahre. Ja, ich erinnere mich an gasförmiges Blei. Ja, stimmt. Da waren... diverse Unfälle dabei. Könnt ihr mal aufhören, das kurz vorm Vergammeln der Essen da wegzusnacken? Das ist extra für die Kürbisse da. Ja, das ist ein bisschen ruckelig, das aber ein bisschen untertrieben, Schrumpchen. Ja, ich denke, ich werde die Belohnung mal rausnehmen. Das ist halt einfach nicht mehr cool. Leider, leider, leider. Einfach nicht mehr schön. Machen wir das schon mal parallel. Solange Yugafield am Schlafen ist, kann ich sowieso gar nichts machen. Kanalpunkte.
Habt ihr gesehen, dass die Bildschirm-Celebrations jetzt 100 Euro kostet, wenn ihr das machen wollt? Ich hoffe, es wird niemand jemals diesen Quark einlösen. So. Ist raus, das war das letzte Mal dann. War das nicht flüssiges Niob statt Wolfram? Ja, du hast recht, das war Niob. Ich find's schön, wenn die Auktion drin bleibt, kommt ja nur selten vor. Ich finde es tatsächlich sehr anstrengend. Muss ich sagen, es ist halt einfach nur super Gruckel. Ist ja nicht so, als wenn ich da keinen Bock drauf hätte, aber es sieht einfach nur noch furchtbar aus. Ja, also gerade in so Sachen wie jetzt, ne, wo es halt super schnell ist. Aber die sind ja wohl schnell, ne? Also so ist ja nicht. Die Duplikanten sind ja schon wohl schnell. einfach nur eine Ruckelparty, ey. Ich habe da gar nicht reingezoomt. Hallo, was ist passiert? Aber ja, Bernie, du hast recht, das war auf jeden Fall flüssiges Niob. Oh, das sind wieder Fische. Wo kommen die denn alle her? Ah, guck mal, Yugafi holt sich der leckere Filet da weg und nimmt den besten Weg, den es gibt, um nach oben zu kommen. Flüssig und viel zu heiß. Hm. Ja, ich sage, das war einfach nur Quark, das zu tun, aber es war lustig. Es war halt wirklich so das letzte Ding, um es einfach zu machen. Oh, das Fleisch könnten wir eigentlich auch automatisiert mal nach oben bringen lassen, dann an der Stelle, ne? Ich glaube, bei dem Wolfram-Vulkan macht ein Dampfraum mehr Sinn, weil da nichts auf einmal rauskommt. Da bilden sich ja keine Blöcke. Es hat ja nichts mit den Blöcken zu tun. Ne? Mir ging es einfach nur darum, dass ich da gar keinen Bock drauf habe, die Energie da rauszuziehen auf dem Magma-Planeten, weil das mir an der Stelle halt einfach auch nichts gebracht hat. Wie gesagt, es war einfach nur Quark. Macht man halt einfach nicht, ne? Aber es war ganz lustig, einfach mal flüssiges Niob zu transportieren. Überhaupt zu gucken, ob das überhaupt geht. Und ja, es hat funktioniert, auch wenn wir viel tricksen mussten, aber es hat funktioniert. Gibt's da auch Fleisch oder was? Ja. So, dann sind wir durch mit dem Yugafield. So, was können wir denn hier noch alles machen? Hier müssen wir noch überall wischen. Genau das gleiche müssen wir hier noch machen. Ne, wir müssen hier vor allen Dingen erstmal das Wasser rauslassen. Oh Gott. Da war Nieser. Oh, hey, Mini. So. Wie weit ist Kerstin? Ja, die braucht noch ein bisschen. Gut.
Dann gucken wir auf Baktopia. Gesundheit, dankeschön. So, da sind sie noch ein bisschen am Rumbauen. Das ist ja nicht schlimm. Wir zerlegen da jetzt einfach mal alles. Müssen wir erst da oben zerlegen. Das können wir gleich dann in ordentlicher Dings hinsetzen. So, Solarmodule. Der nächste nach hier hin. So und dann. Ne, so und dann wieder so. Dann wieder so. Mist. Natürlich schön gewesen, hätte das noch geklappt. Na egal, bauen wir es halt so. Ein bisschen ist immer noch besser als gar nichts. Und jedes Mal, wenn ich Solarmodule baue, fällt mir wieder ein, dass es gut war, dass Clay das wieder geändert hatte mit den Starkstromkabeln. Ne? Diejenigen, die erinnern sich vielleicht noch, dass es eine Zeit gab, wo man die Starkstromkabel nicht mehr durch die Solarmodule setzen konnte. Das war echt ätzend. Das war richtig, richtig, richtig scheiße. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall hier auch wieder eine Plattform. So, hier geht das Kabel lang. Könnte man es eigentlich am sinnvollsten hier setzen? Nein! Ich drücke mal den falschen Knopf hier. So. So. Dann können wir das hier mit hier auch mit Gold machen. Das ist eigentlich auch kein Problem. Mal auch weiter aufeinander. Hm, 2222 Zyklen. Schreckend finde ich daran nur eigentlich, wie weit wir schon wären, wenn die Geschwindigkeit schneller laufen lassen könnten. Aber noch eine Geschwindigkeitsstufe höher und wir sehen nichts mehr außer dir, Asho. Das ist halt. Ich habe das Gefühl, das ist besser geworden. Es könnte natürlich mit dem Patch von Roger jetzt besser geworden sein auf der schnelleren Stufe. Obwohl die Wartezeiten von den Loops natürlich dann auch wieder länger werden. Also wenn man mal guckt, wie lange Schrumpchen jetzt da rumsteht. Ach, ich habe hier einen Fehler gemacht. Mist. Müssen wir da sowieso mal hinkommen, ne? Ach Quark. Hallo Salogross, ich grüße dich.
11 Duplikanten und nur 5 Ladestationen hier, ne? Das ist halt auch ein bisschen suboptimal. Frage ist, ob sich das noch lohnt zu ändern. Aber sind denn überhaupt 5 Dupes da draußen? Ich zähle 2. Kann sein, dass einfach gar nicht genug von den Dingern hier aufgehangen sind. Sind alle bei Kerstin in der Rakete, ja. Ich glaube, du hast recht. Jetzt hängt einer zu viel, verdammt. So, hier einer hin und dann da noch einer hin, dann haben wir's. Der lohnt nicht. Den könnten wir da hinsetzen, aber bringen wird er nicht mehr so viel. Egal, machen wir damit rein, komm, ist wurscht. Jetzt ist mir wirklich hier das Gold ausgegangen. Immer halt Eisen. Da bauen wir auch schon wieder aus Obsidian. Auch nicht cool. Einfach Tür rein. So, dann wird jetzt die kommende Ebene, wird dann jetzt die Ebene für die Scanner. Darüber kommen dann die Minenroboter. Deswegen baue ich so gerne die Solarmodule. Die ziehen halt. Also strommäßig ist das Ganze ja voll in Ordnung und so, aber es ist halt so ein riesen Rattenschwanz, wenn man das baut. Also was für das, was man da rauskriegt, muss man halt schon echt viel machen. Kessin klaut ja auch andauernd die Anzüge, stimmt. Tut sie wohl. Bei 100 Pro ist Sunny doch gleich da wieder eingesperrt. Aber es geht auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen schneller, wenn mehr als 2 Leute da oben arbeiten können. Na, ich muss sagen, jetzt auf dreifacher Geschwindigkeit. Oder auf höchster Geschwindigkeit, nicht auf dreifacher Geschwindigkeit. Das funktioniert jetzt wieder besser als vorher. So, weit ist denn die Kerstin? Noch nicht wieder fertig. Explodierter Gasrieser, was hat der Schönes?
Wasserstoff, Erdgas, flüssiges Methan, festes Methan, eiförmiger Fels. Für die Artefakte müssen wir aber auch einen Bockkegel dabei haben, ne? Oder? Bin gerade nicht sicher. Oder können wir die einfach nur einsammeln? Müssen wir den ganzen Quark da oben auf jeden Fall auch noch automatisieren. Brauchst ein Artefakt? Ja, das ist mir klar gewesen. Aber Bohrkopf weiß ich. Nee, ich habe nämlich auch nicht, ob ich auch einen Bohrkopf unbedingt dafür brauche. Und nie ein Artefakt aus dem Weltraum geholt, zumindest nicht im DLC. Das müssen wir gleich einfach mal ausprobieren, dann schmeißen wir das. Oder hatte Kerstin jetzt ein Artefaktmodul dabei? Ich bin gerade nicht sicher. Hatten wir ja einen spendiert? Können wir wahrscheinlich auch nicht sehen, ne? Hm. Hast du wieder abgebaut wie im dritten Tank? Okay. So, was sagt der Traumhotel? Hier ist es am Abfließen, das heißt, wir können dann jetzt mal aufwischen hier. Zack. Können wir wieder dicht machen. So, was sagen unsere Kürbisse? Die Pflanzen wachsen wahrscheinlich kein Stück. Ah doch. Zum Glück haben wir hier auch Omelettes. Das Problem ist, dass das Zeug so schnell weggammelt, dass es dann halt auch einfach nicht ewig verrottete Haufen bleibt. Das ist halt so das Ätzende dran. Wie Kilo sind das hier? 7,1 Kilo ist jetzt auch nicht so viel. Mal kicken. Amimis. So, dann sind wir doch hier fertig mit dem Raum von Vandrea. So, kann der weg. Wo hat der denn so viel Material weggezogen hier? Was zur Hölle? Denn eine dreifache Geschwindigkeit? Nee, 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 nee. Das ist nicht dreifach, das ist einfach die Geschwindigkeit. Ich weiß es gerade nicht, wie viel. Hallo Eloan. Beziehungsweise, nee, Eloan war doch schon da heute. Oder war das ein Jubel? So. Sehr schön, dann haben wir das auch mal fertig. Ja, das wird halt alles noch dauern. Achso, aber die Fossilien könnten wir vielleicht mal rüber schicken. So ein paar Fossilien haben wir auf jeden Fall noch hier gehabt. Da sind nämlich auch noch welche. Das können wir ohne Probleme wegreißen. Nur hier nicht. So, dann können wir nämlich einfach alle Fossilien mal rüber schicken. Wir müssen das aber noch ausstellen am Hauptstandort. So, hier ist nicht eingestellt. Rohmineral, Fossilien. So, jetzt haben wir hier Rohmineral, Fossilien, Prio 8. Und im Traumhotel müssen wir das jetzt dringend abschalten, sonst kriegen wir Probleme.
Aber wo hatten wir das denn angestellt? Hier, ne? Nee. Da hatten wir unten drin, ne? Ja, genau hier. Silen zu Kalk. Wird aber schon nicht mehr gemacht. Okay, dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Nach oben bei dem Steinhauer. Den hier. Das ist auch ausgestellt. Oder was meinst du mit oben? Ich glaube, es gibt kein weiter oben. So, können wir hier mal wischen. Und hier mal wischen. So, und hier brauchten wir jetzt mehrere Scanner. Wir brauchten zwei normale Scanner für die Raketen. Dann ist noch die Frage... Okay, der scannt Atlantis. Ja... Gehen wir eh nicht hin. Nicht sinnvoll. So, das sind die beiden für die Raketen. Und dann brauchen wir noch die Ressourcen. Da, die beiden. Können wir einfach nach hier hinstellen. Das ist egal. So. So, und darüber können wir dann nämlich die Dingens hinsetzen. Frage ist nur, ob wir die nicht sogar deutlich höher setzen. Dann sagen wir, setzen hier auch Bunkerziegel hin. Dass wenn hier mal was einschlägt, dass es dann nicht so problematisch wird. Machen wir einfach mal so. Gestern sollte eine Rakete auch mal den Anzug ausziehen. Meinst du? Ah, die zieht sich das. Die hat die doch immer so gerne an. Was eine Sammlung hier mittlerweile. Gestern hat auch noch ihre Notreserve immer hier, ne? Die Rosi. Wie weit ist die denn jetzt? Okay. Die hatte aber... Ja, die hat auch ein Teleskop hier. So, Bereich vollständig. Das ist natürlich mit diesem Fernglasmodul schon geiler gewesen, muss man einfach mal sagen, aber geht natürlich auch so. Und theoretisch können ja nur noch Sachen da sein, wo ein Fragezeichen ist, ne? Der Rest ist ja dann eigentlich... Obwohl, nee, stopp, im schwarzen Bereich könnte ja trotzdem noch was sein. Das heißt, im schwarzen Bereich müssen wir halt auch noch irgendwie aufgedeckt bekommen. Ätzend ist, wir müssen auf jeden Fall auch noch wieder Strom hochkriegen. Und das nicht zu knapp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Obwohl, da können wir sogar mit einem Transformator hin. Wäre der Hammer. Jetzt nicht erwartet. Oh, wir haben sogar noch Stromkreise frei. Ich bin begeistert. Ich dachte, wir müssen den hier anzapfen. Kriegt der Roger wieder eine Krise. Ach Mann. Aber die Türen hier wenigstens mal dran. Da weiß ich nicht, ob wir das nicht besser an der Stelle aus Stahl machen, sonst schmilzt es wahrscheinlich weg. Die Ebene hier, die brauchen wir eigentlich nie wieder offen machen, wenn das hier einmal jetzt läuft. Das sind auch nochmal 4x120. Aber mit einem Stromkabel sollten wir da hinkommen. Mit hin weiter. So. Da wird noch spannend, da kommen wir nämlich wahrscheinlich so nicht dran. Da müssen Duplikanten rein, das wäre echt, das ist echt doof. Oder wir gehen außen rum. Wahrscheinlich klüger außen rum zu gehen an der Stelle. Jetzt kriegt wieder irgendwer so ein Geschoss ab. So. Ich denke, dann haben wir den Strom da auch am Passen. Automatisierungskabel brauchen wir natürlich auch noch. Aber das machen wir gleich nach einer Pause. Ich lasse das auch so weit laufen. Aber die schießen doch aktuell nicht. Da könnten wir dann doch da wieder rein. Hm, klar. Naja, das ist Oni-Strumchen. Aus irgendeinem Grund schießen die dann gleich. Pass mal auf. Und dann kriegst du das ab und dann ist das Geheule wieder groß. Nee, nee, nee. Und dann machen wir halt einen Umweg. Ist wurscht. So. Wir machen auf jeden Fall eine kurze Pause. Ich sag schon mal Dankeschön an die YouTube-Zuschauer, dass ihr reingeschaut habt. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr neu dabei seid. Ja, lasst einen Kommentar da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut und tschüssi!